Spiel hat sich geirrt. Es ist doch anders gewesen. Das ist doch Manipulation. Na toll, der Osmane greift irgendwie mit Rittern Schützen an, oder? Was haben die? Musketiere. Was hat der Osmane für... Mit Kriegern greift er gleich an. Der Osmane ist technisch auch so ein bisschen hinter... Ja, aber... Ja, verstehst du diese dummen Hurensöhne? Oh, Frankreich steht kurz vorm Kultursieg. Wo steht das? Achso. Stand da eben. Ich wollte es ja nur mal anmerken. Naja, aber gut, dann hat das Leiden ein Ende. Wird Zeit, ne? Ja. Ein bisschen. Wieso ist denn der Archäologe jetzt da? Ach, weil es... ich Idiot. Deswegen. Weil es kein Bautruf, sondern Archäologe war. Na gut, machen wir das. Und dann bauen wir hier die Straße weiter. Ich habe einen neuen Spion. Toll. Ab nach Paris, Spion. Toll. Jetzt muss ich mich beeilen, dass ich doch noch gewinne. Ja. Muss den wohl schnell auslöschen. Siegfortschritt. Ist sie noch nicht zusammengekommen. Ja, kein Ding nicht. Ist doch alles easy. Ist doch alles easy. Na wow. Jetzt macht der Osmane was, ne? Jetzt, wo es zu spät ist. Ah, Pisse. Dumme Pisse. Was? Nein. Also, okay, Moment. Da guckt man ja nichts, was er hätte zerstören können. Alles gut. Alle Befehle, ja. Ich habe eine Menge Zeug zum Befehlen. So. Gehst mal darüber. Und du gehst mal weiter nach da. Da haben wir mal alle Durchstädte. Die Straße. Du gehst mal heilen. Ihr geht mal reparieren hier. Kann man auf der Oase irgendwas errichten? Ich guck's einfach mal. Ich glaube nicht. Die wollte ich machen, aber kam glaube ich die Barbaren, oder? Weiß grad nicht mehr. Also ich glaube, der Osmane ist technisch echt hinterher, wenn ich mir so die Einheiten, die er da so auffällt, anschaue. Auf der Oase kann man gar nichts machen, sehr gut. Tatsächlich gar nicht mal so viel, wie man denken mag. Schütze. Ist mal nach Groningen hier. Runden. Preis Lavaport Freibeute. Charmante Leute. Richtig charmant. So, jetzt nehmen wir mir meinen Bautrupp weg. Dieser Hurensohn. Ich hoffe, er stirbt. So, repariert. So, schon
Eine Ansage. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. So, jetzt muss ich noch meine Leute wieder verschieben. Ich habe Kühltechnik erfunden. Jetzt kann ich ein Hotel bauen. Ich habe das Funkwesen gleich. Juhu. Lang gedauert. Hotel, Stadion. Ich brauche erstmal Zufriedenheit. Was forschen wir denn jetzt? Luftfahrt? Verbrennungsmotor oder Luftfahrt? Ich hätte gehofft, ich könnte bald was klauen, aber das dauert jetzt ja wieder noch mindestens 20 Runden. Mindestens. Wenn er nicht auch wieder stirbt. Gerade nicht so viel zu tun. Darüber, du gehst mal da hoch. Schenk mir mal einen Bautrupp. Kann ich gar nicht. Mann, seinen Bautrupp nicht zurückgegeben habe. Dieser Gierschel und dieser Gierige. Und weiter geht's. Schütze festsetzen, Bauernhof bauen, Sägewerk errichten. Hey, endlich ist Delfinoman eine Nummer schneller geworden. Wird aber auch mal Zeit, du. Ist das irgendwie. Oh. Ich glaube, Amsterdam doch. Ach, da, nach da unten. Da, nein, doch nicht nach da unten. Apropos. Brauchst du das nicht irgendwie? Ja. Na schön. Festsetzen, nächste Runde. Ja, komm, du musst nächste Runde klicken. Ja, jetzt nicht. Kann man auch irgendwie Sabotage in den Städten von den Leuten machen? Also, weiß nicht, in deiner Stadt irgendwas in die Luft sprengen oder sowas? Weiß ich nicht. Irgendwie toll. Weltkriegsbomber. Dreidecker. Ja, wow. Warte mal. Wenn ich Städte aus der Luft bombardieren kann und diese Stadt keine Luftabwehr hat, kann die sich dann überhaupt wehren? Du fragst Sachen, das weiß ich nicht. Bomber. Falscher Bomber. Luft. Nebenbei, wie ist das? Weltkriegsbomber war das, ne? Weltkriegsbomber. Wir gegen mal gegen befeindliche Lufteinheiten. Ne? Kann ich mal sagen. Ich glaube, den kann man ohne Luftabwehr gar nicht angreifen. Oh, das wäre ja schrecklich. Stell dir mal vor, jemand würde dir mit Bomber den Krieg erklären. Das wäre ja. Kannst du mich mit einem Bomber nicht angreifen, wenn ich keine Luftverteidigung habe? Was? Das glaube ich aber nicht.
Das glaube ich ja eher nicht. Einfach mal zusammengebombt, Delfine, aber jeder seiner Städte totgebombt. Das müsste auch beim Osmanen oder bei den Persern gut funktionieren. Bei Napoleon eher nicht so. Nee. Na komm. Ich brauche einen neuen Bautrupp schon wieder. Jetzt hatte ich gerade einen neuen. Jetzt brauche ich wieder einen neuen. Das Zeug hier reparieren. Oh, du hast auch die Moderne erreicht. Juhu, ja, weil ich eine Sache davon davor stoppe. Toll. Ich würde gern Penicillin klauen, wenn das möglich ist, aber ich bin da skeptisch, ob das Spiel so nett zu mir ist. Jetzt müsst ihr noch 15 Runden überleben. Also irgendwie brauche ich für meine Wasserkraftwerke das Aluminium permanent. Merkwürdig. Ja, es kann sein, aber zum Bauen hat es erstmal gereicht. Also vielleicht schaltet sich das dann ab oder was weiß ich. Oh, da musst du immer wieder von mir Aluminium kaufen. Oh, das wäre ja schrecklich. Oh, wahrscheinlich. Kann ich nicht auch Städte verlangen? Erstmal ein Stadion bauen. Ah, den hätte ich einsetzen können. Wie braucht denn das? 12.000, wie viel gibt er mir? Nee, noch zu früh. Definitiv noch zu früh. Dann kann ich Penicillin vielleicht? Also das würde ich auf jeden Fall gern klauen. Und dann irgendwo hier mal den benutzen. Aber nicht bei der Luftfahrt. Ist eh zu spät. Ich habe nicht mehr dran gedacht, ey. Vielleicht soll ich ihn mal aufwecken, damit ich dann pro jede Runde dran denke. Ist doch eine gute Idee. Tun wir doch gleich mal so. Nächste Runde. Macht denn überhaupt die Aufnahme so? Da ist alles scheiße wie immer. Sehr gut. Vielleicht soll ich doch wieder im Fenster spielen, da kann ich rausklicken und Zeug machen. Wenn Delfino Zeug tut. So, Napoleon, hast du mal wieder eine Stadt gebaut? Nein. Da rechts ist doch noch Platz. Was soll denn das? Ob ich ihn dazu bringen kann, dich anzugreifen? Doch nicht. Oh, der hat schon Artillerie. Egal, nächste Runde wird meine erste Infanterie fertig. Die hat einen Wert von 70. Ah. Wow. Jetzt habe ich 4 von 8 Handelswegen und schon plus 43 Gold. Okay.
Läuft doch gut. Apropos, ich könnte doch bestimmt mal wieder kaufen. Ja, kann ich. Kaufen wir doch einfach mal. Ich weiß ja sonst nicht, was ich damit machen soll. Illogie? Polen hat die Illogie Freiheit eingeführt. Ja, jetzt heißt es, anstatt dass er Ordnung nimmt. Wollen Nein. deine Leute die überhaupt? Nicht, dass es so geht wie bei mir. Ich nehme nur das Beste. Weiß man doch. Hey, ich habe schon plus 127 Kultur. Geil. Aber der Bad Mördering ist fertig. Ne? Richtig sportlich. So, der Chat ist wieder tot. Der Chat ist tot. Endlich Ruhe. Wow. Noch 143 Runden, bis Informationen gesammelt wurden. Was machen die da? Tragen die hier die Technologie Seite für Seite raus oder was? Das ist wie so alte Kopierschutzabfragen. Geben Sie auf Seite 68, Zeile 7, Wort 3 ein. Ich habe da irgendwas ganz Komisches. Ah. Die schreiben alles ab. Mhm. Die schicken da so bitweise Daten übers Internet. Hm, 1946 Internet, weiß nicht. Ja, Telegrafenmast, was auch immer. Man hatte das doch schon damals. Per Telefon, die rufen an. Hier, so und so geht das. Funkturm, na endlich. Was hat der da? Unwegsam. Dann machen wir so, 70er, jawohl. Dich ziehe ich mal raus. Und die Infanterie befestige ich mal mit seinem 70er Kampfwert. Der Kampfwert meines Soldaten ist besser als jeder, der eine Städte Verteidigungswert hat. Ja, ja, das interessiert ja auch nicht. Wir führen ja keinen Krieg, also von daher. Gut, sonst noch was? Achso, ja, das wollte ich noch machen. Antike. Antike, wann ist denn Antike? Antike war die erste, ne? Ich glaube, ja. Puh, das ist jetzt schon schwierig. Das müsste ich halt erstmal bekommen. Ich nehme das große Artefakt bauen. Ja. Ich nehme das Artefakt. Ich nehme das Artefakt. Ich muss ja nicht mal diesen Marmor oben anzapfen. Damit ich ihn endlich durch mein Reich pumpen kann mit den Rohren. Marmor ist doch flüssig, oder? So, jetzt wird gleich erstmal hier Forschungsding fertig. Sehr gut. Forschungszentrum. Damit erhöht sich von 562 Forschung auf 599, hey.